Telefon 147, hallo? Ja, eigentlich war am Anfang einfach, die Lehrerinnen haben uns ein paar Beispiele gegeben. Und wir konnten auf so riesige Plakate aufschreiben, was uns in den Sinn kam, zu jedem Thema. Und am Schluss sind einfach die, die am meisten interessiert hat, bist du gesessen zu diesem Thema. Und die gerade dort waren, sind, da ist halt eine Gruppe. Vater immer in der Praxis, keine Zeit für mich. Hieß es doch immer, du bist allein gestellt auf dich. Glaub dann endlich Gin, der für mich da war. Nun nett, nichts weiter, dachte schön, nicht wie sonst die Zweite. Schmerzmittel hier, Schmerzmittel da, das wollte er nur nicht mich, denn wer bin ich schon? Zu spät merke ich, was dahinter steckt. Gab ihm alles und steht da wie ein Haufen Dreck. Niemanden interessiert's, was ich mache, da bleibt mir nichts übrig, als weiterzumachen in der Sache. Wundert's euch jetzt, dass ich nach Aufmerksamkeit suche, oder ist nur klar, warum ich dieses Novalgin schon fast tannenweise schlucke? Der schreit von überall her, es gibt keine Hoffnung mehr. Babys werfen uns aus Bahnen, jetzt oder nie den Ausweg wagen. Der schreit von überall her, es gibt keine Hoffnung. Ja, ist schon komisch, weil ich habe das halt noch nie gemacht mit Filmen und Singen oder halt Vorrappen. Aber ja, wir haben uns zuerst überlegt, was wir könnten schreiben. Und Dragana ist eher die Einzige, die gut gereimt hat, und Lea. Dann haben wir sie ein bisschen überlassen und zusammen haben wir gefilmt. Ja. Und in der Telefonkabine haben wir einfach, weil das die erste Szene war, haben wir einfach mal zugeteilt, wer welchen Rap nimmt. Und da bin ich mit dem ersten. Meine Schmerzen, die einzigen klaren Gedanken. Anfangs war es nur der Rücken, jetzt spüre ich auch mein Sehnenleid drücken. Hab meine Frau schon lange nicht mehr gesehen, denn dass ich keine Pause machen kann, will sie nicht verstehen. Trotzdem wartet sie jeden Abend auf mich, von mir aber immer die gleiche SMS. Komm später, liebe dich. Hab ich dann eine Minute, bin ich beim Giftschrank. Verlust meine Autorität noch retten. Mein Stolz lässt nicht zu, um Hilfe zu bieten. Als Arzt Tabletten zu schlucken gehört nicht gerade zu guten Sitten. Doch die Reue folgt immer kurz darauf. Fühl mich wie ein Niemand, einfach aufgebraucht. Der Schrei von überall her, es gibt keine Hoffnung mehr. Ladies werfen uns aus Bahnen, jetzt oder nie den Ausweg wagen. Wir sind auf der App gekommen. Das ist eine gute Frage. Wir haben einfach etwas. Wir haben nicht viel schreiben, weil wir schon genug geschrieben haben und wir haben nicht so gut Zeit im Schreiben. Oder ja, es ist nicht so gut in Noten gekommen. Darum haben wir dann eigentlich gedacht. Oder die Lehrerin hat, glaube ich, ja, hat vorgeschlagen, wir könnten einen Rap machen. Und ja, nachher sind wir eigentlich auf der App gekommen. Wir haben es dann recht cool gefunden, dass wir einfach etwas Kreatives machen können und nicht einfach nur unsere Regeln halten. Weil das ist ja recht frei. Also wir können einfach irgendwie mal anfangen. Das ist recht passend. Stehe ich nun da, weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal glücklich war. Kaiserschnitt hieß beim letzten Kind, Morphin ließ mich die Schmerzen vergessen, ganz geschwind. Nach der gestellten Frage, hey, und Mora, wie geht's? Verschrieb mir der Arzt am Pullen steht. Sie wurden für mich zum täglichen Brot, doch sie bringen überhaupt nicht ins Lot. Die Kinder treiben mich zur Weißgut, es geht mir verdammt nochmal nicht mehr gut. Das Sozialamt steht vor der Tür und will mich kontrollieren. Hab keine Chance mehr, die Kinder wollen nicht parieren. Die Kraft fehlt mir weiter, um die Kinder zu kämpfen. All dies wird sich nicht mehr einrenken. So sehe ich jetzt keinen Ausweg mehr. Alle Packungen schluck ich leer, damit ich mir keine Fragen stellen muss. Wie ich wiederbekomme die alte Lebenslust.